Beim Langvite bebt es in letzter Zeit ständig. Dave ist auch schon vor Ort, um sich die Lage anzusehen. Erdbeben gab's hier in der Gegend bisher eigentlich noch nie. Die Leute sind ziemlich beunruhigt. Und mir wird auch unwohl, wenn der Boden wackelt, während ich gerade unterm Auto liege. Sprecht am besten mal mit Dave. Los, Kleiner. Gehen wir. Abmarsch. Nicht so trödeln. Nockt, da oben! Feinde! Danke. Echt angenehm hier. Ja, das stimmt. Diese Hitze. Warum ziehst du nicht die Jacke aus? Hey, Nockt, über dir. Danke. Braver Junge. Ihr seid hier, um die Erdbeben zu untersuchen? Ausgezeichnet. Die Sache ist ziemlich brisant. Wir Jäger versuchen auch schon herauszufinden, was dahinter steckt. Da fällt mir ein, kennt ihr zufällig Dino vom Galdinkai? Er hat sich ebenfalls umgesehen und das Epizentrum ausfindig gemacht. Am besten fragt ihr ihn mal, was er weiß. Na, hätte ich mir ja denken können, dass ich euch hier treffe. Ihr seid schließlich immer da, wo was los ist. Habe ich recht? Dino soll der Sache auch auf den Grund gehen, habe ich gehört. Mir wäre das ja zu gefährlich. Aber die Leute interessiert's. Um den Langvite ranken sich alle möglichen Sagen. Das ist der Stoff, aus dem eine gute Story ist. Gut für die Auflage ist's allemal. Ich fürchte, Sie haben mich erkannt. Ich bin heute zum Sammeln von Informationen hier.
Natürlich hatte ich gehofft, unterwegs auch noch ein paar Zutaten zu kaufen, aber die Lage scheint ernst. Hoffentlich wirken sich die Erdbeben nicht auf das Meer aus. Wenn die Fischer nicht ausfahren, womit soll ich dann kochen? Ach, der Prinz und sein Gefolge. Sicher hat Dave euch zu mir geschickt. Ich habe mich in Leed umgehört. Meine Recherche hat ergeben, dass die Ursache für die Erdbeben der Langvite sein muss. Diese Kriegerin aus Insomnia, Monika ist ihr Name. Sie ist am Langvite, um mehr herauszufinden. Fragt sie einfach. Hey, wie geht's? Seid ihr Jungs etwa auch hier, um was über die Beben herauszufinden? Ich bin durch die alten Archive gegangen und bin tatsächlich auf einen Bericht über eine Naturgewalt hier gestoßen. Der Langvite, er ist mehr als nur ein Berg. Er lebt, das muss ich sehen. Es ist ein Kreuz. Diese Erdbeben machen die Fische ganz wuschig. Vielleicht steckt hinter den Beben ja auch ein neuer Fischgott. Also eins sage ich euch, das muss ein ganz schöner Hoscher sein. Aber ich lasse mich von all dem nicht vom Angeln abbringen. Wenn ich einen neuen Angelgrund finde, sag ich Bescheid. Oh, diese Erdbeben sind mir ganz und gar nicht geheuer. Ich habe mich schon zweimal verbrüht heute, weil der Kochtopf auf einmal umgekippt ist. Wir haben kaum noch Suppe übrig. Wenn das so weitergeht, muss ich die Speisekarte ändern. Bei der Wackelei stelle ich mich bestimmt nicht unter die Hebebühne. Will schließlich nicht als Pfannkuchen enden. All die Jahre hier draußen war es ruhig. Ist irgendwie ein mulmiges Gefühl. Erst gestern hätt's mir fast die Hüfte aus den Gelenken gehauen. Na, ihr? Ihr seid sicher auch hier, um etwas zu den Erdbeben herauszufinden. Seltsam, diese Erdstöße. Und diesmal scheint gar keine göttliche Kraft dahinter zu stecken. Wirklich seltsam. Ich wüsste zu gerne, wo diese Energie herrührt. Vielleicht findet ihr ja etwas heraus. Als ich von den Erdbeben gehört habe, bin ich sofort hergekommen. Insomnia ist schließlich ganz in der Nähe. In Jareds Notizbuch haben wir einen interessanten Hinweis dazu gefunden. Der Mann wusste wirklich alles. Angeblich wacht der Langvite alle paar Jahrhunderte mal auf. Ich konnte es auch kaum glauben, aber das könnte eine Erklärung für die Beben sein. Prinz Noctis, ihr untersucht doch die Erdbeben, oder? Ich war auch nicht faul. Ich habe in Opas Notizbuch nachgeschaut. Da stand, dass man sich über den Langvite eine beliebte Geschichte erzählt. Dabei hat Opa mit Märchen sonst gar nichts am Hut. Die Geschichte selbst hat Opa nicht aufgeschrieben. Nur das Bild einer Schildkröte war da noch. Komisch, nicht? Genau das. Oh, du bist's, der Profijäger. Seid ihr etwa auch wegen der Erdbeben hier? Bei unserem Kraftwerk machen sich alle große Sorgen. Sie haben Angst, dass das mit dem Meteor zu tun haben könnte. Ich bin hier, um einen Bericht über die Jagdsituation zu verfassen. Es wurde nämlich eine besondere Prämie ausgeschrieben. Also dann? Na dann mal weiter. Ignis, weiter geht's. Einen Moment.
Ist das heiß? Ja. Nockt, da oben! Feinde! Danke. Vielen Dank, mein kleiner Chocobo. Monika weiß mehr über die Ursache als ich. Fragt am besten sie nach Informationen. Ich bin eigentlich nur hier, um Iris und Talcott zu beschützen. Es tut mir leid, dass ich euch nicht mehr sagen kann. Verzeiht. Euer Hoheit, Dustin und ich haben mehr über die Ursache der Erdbeben herausgefunden. Wir sind uns sicher, die Adamantaimai, eine Schildkröte aus alten Legenden, muss erwacht sein. Wir können uns nicht weiter nähern, es ist zu gefährlich. Aber vermutlich lasst ihr euch nicht davon abhalten. Wow, was ist denn das? Wie? Eine Schildkröte! Gigantisch! Trifft es immer noch nicht recht.